Eines schönen Tages war Edgar mit seinen Freunden beim Kletterbaum. Edgar wollte sich auf seinem Lieblingsast ausruhen. Plötzlich sah er einen Mäusebussard über dem Kletterbaum fliegen. Edgar ruft alle in den Fluchtturm. Da ist ein Mäusebussard. Alle rannten in den Fluchtturm und der letzte wurde fast von Mäusebussard gefressen. Die Mäuse rennen weiter durch den Fluchttunnel, aber der Mäusebussard gab nicht auf. Er schlug Löcher in den Boden. Überall im Fluchttunnel fiel Erde runter. Endlich sind sie am Ende des Fluchttunnels. Edgar guckt aus dem Loch mit seinen Schnäuzchen und alles war sicher. Die Mäuse gingen an den Edgars Haus vorbei zum Pool. Sie gingen in den Pool und feierten Edgar als neuen Wachposten.